Okay. Tetris meinst du Round 1 Fight? Das war doch Tetris, oder? Das war doch safe Tetris. Ich glaube, derjenige, der das geschrieben hat, hat bestimmt kein Tetris gespielt. Das ist doch ein alter Hase. Der hat eher geschrieben Mortal Kombat. Das ist ein alter Hase, das ist ein Rennhase. So. Dass er ikonlose Sachen schreibt, wissen wir ja schon. Also das hat er ja letztes Mal schon gesagt. Er ist ein Racer. Er hört aber nur was drauf, was die Ingenieure dann so sagen. Er muss da nicht denken. Das wissen wir ja. So, hier glaube ich, habe ich noch Sprit vergessen. Hier. Ja, Motoren leck mir am Arsch. Ich hatte überlegt, dass ich so vielleicht mal so ein Stündchen am Tag wieder mal probiere zu fahren oder Settings zu machen, alles. Aber ich weiß nicht genau was. Mir fällt eh nur Formel 1 ein. Muss ich sagen, so auf, geht er da am schnellsten, dann muss ich nichts einstellen, kein Server, nichts davon. Start die Spiel und go. Alles andere musst du halt ewig rummachen. Eisenaxt, Eisenmachete. Das nehme ich auch mit, Öl nehme ich mit. Die kleinen Kupferklumpen nehme ich auch mit. Eisendolch. Breakstang. Spitzhacke nehme ich mit. Eisendolch, nochmal Eisendolch. Ich bringe eine Tasche voller Dolche mit. Dolche und Cabana. Ist doch Eisendolch und Cabana, oder? Ist doch richtig. Wie das heißt. Öl. Okay. Nochmal eine Eisenachse und Ding. Break. Next Break Stang. Ich weiß nicht. Ich würd die Break Stang nie mitnehmen. So wirklich. Rollen, 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 rollen. So gleich. Boah. Hammer, Hammer. Eisenmachete, Vorschlaghammer aus Eisen. Oh mein Gott. Uhrzeit? Okay. Sowas überhaupt hier nehmen kann, hier rein tun kann hier. Ich glaube, mit den Abrollen geht teilweise echt schneller, ne? Anstatt die ganze Zeit so zu schiefeln, ne? Ja, ist das super. Das ist einfach. Das ist Gold worth. Das ist auf Deutsch übersetzt Silber wert. Es ist Silber wert. Ich weiß gar nicht, zählen die Eisendolche als Messer zu häuten oder so ein Kram oder nicht? Ich denke. Ja. Ja. Kann ich mir eins sogar hier hin tun, oder? Die 6. Das wegtun oder sogar das andere nur auf die 1. Habe ich 2. So. Dann habe ich zumindest ein bisschen Platz hier. Das Öl da rein und dann die Klumpen so dazwischen. Ist auch immer gut zum Füllen. Das kommt da rein. Wir können hier auch das so da machen. Ja.
Das passt ja. Ich denke, ich habe immer noch wieder was vergessen hier. Wie ist denn das da, wenn man, ich könnte ja auch mal so als Spaß mal ACC probieren, das habe ich ja einfach mal runtergeladen. Muss man da viel einstellen oder kann man einfach sagen, man installiert das Spiel und fährt? Nee, oder? Wenn ich schon daran denke, die ganzen Settings und die Configs und die Kacke alles, gar keinen Bock schon. Einfach, gar keinen Bock. Ich bin ja letztens, ich habe ja schon gesagt, zwei der Runden gefahren in Bahrain mit F1-22 und ja, das war entspannt. Startest du das Spiel, du fährst los, es geht. Nichts konfigurieren, gar nichts musst du. Geht einfach. Wenn ich eh nur so eine Viertelstunde am Driven bin, nutze ich ja nicht zwei Stunden einstellen. Motoren da gelassen, stimmt. Ja, mit eigenem Server geht's eh nicht. Das ist schon schwierig. Muss doch nicht sein. Einfach mal so rein und so starten. So wie ein AC halt. Ich habe jetzt Bock. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt Barcelona. Fertig. Kann man sagen, Singleplayer Barcelona. Fahr alleine oder fahr GKI. Einfach mal zwei da Runden fahren. Einfach als Spaß und danach ist wieder gut. Ohne viel Aufwand. Aber ich glaube, ich muss das ganze Feedback Force und alles einstellen und so. Aber ich habe eh noch die Profile von früher. Ich hätte bei Formel 1 einfach meine 5 vorgefertigten Profile genommen. Ich wusste nicht, welches mein F1 war, aber das eine hat sich gut angefühlt. Fertig. Also wenn ich gucke, diese Baumwolle unverarbeitet. Geht, okay. Ne? Mhm. Brauchst du 30 Stück für eine Baumwollhose. Das heißt, wir müssten so 25 Baumwolle aus einer Hose mit Zerlegen rauskriegen, theoretisch gesehen, wenn wir die... Dann können wir daraus schon wieder fast genauso viele Samen produzieren und dann nachzüchten, theoretisch. Ja, das passt, bis wir irgendwann dann unendlich haben. Baseball Cap. Oh mein Schaum, muss was trinken. Oh, aua. Rücken, ich habe mich gar gestreckt. Rücken, Krampf, aua, stopp, hör auf. Lederschuhe. Kann man echt gut looten. Ist eine Palette oder was hier? Gibt's auch nicht? Da gibt's. Hier geht's wieder. Ich hab doch Kunden mitnehmen können eigentlich. Das für dich nicht. Lass mich wieder. Da ist der Kasten. Geht wieder. Aber ich habe ja nur das Grundspiel, Dubstep. Bin ich da nicht unglücklich? Ich habe gar kein Add-on, gar nichts bei dem. Schauen wir jetzt wieder, was im Angebot ist. Bei dem AC. C.
Ich war doch kein GT3 aus 2021 oder so. Weißt du, ich meine? Oder 22, ist ja uralt sowas. Oh, ich habe ja eine andere Schrotflinte, die ich habe noch nie gesehen. BM4 Schrotflinte. Die klingt mal interessant. Man sagt zwar Oldie but Goldie, aber kannst du ja vergessen, ne? Ich nicht. Das neueste Fahren hier. Ja, wenn das eine halbautomatische ist, ohne dass du hoppen musst, wäre die ja nicht schlecht. Dann würde ich die sogar ersetzen, die ich habe, weil du benutzt ja sowieso nicht so gerne Pumpen. Ja, ich habe sie nicht benutzt, weil die scheiße ist. Wenn es eine gute ist, dann würde ich sie auch benutzen. Weil es kommen ja halt Zombies. Normalerweise mit der Shotgun tust du schießen und die sind weg vor dir. Aber ich konnte sie ja nicht töten. Also wenn sie gescheit ist, würde ich sie auch nehmen. Vielleicht sogar meine Pistole ersetzen, anstelle von der. Na, einfach mal schauen, wie die sich auswirkt. Warte, also am besten fand ich immer noch die andere, die vollautomatische. Aber da braucht man 5, 6 Schüsse. Sehr, sehr viele. Das haben wir ja nicht. Shotgun haben wir irgendwie sehr viele, ne? Habe ich gesehen. Nö, eigentlich nicht. Shotgun haben wir vielleicht noch gesamt 50 Schuss. Bei Shotgun tust du ja auch nicht. Drut. Da machst du ja dsch. Check, drsch. Check, drsch. Oder so ähnlich. Bitte wiederhol das. So. Kraftstoff da rein. Hier füll nach. Okay. Ach, da oben ist ja noch vom Scrollen hier. Hier. Da muss ich ja schon hier anfangen. Ach, die Kleinen sind ja noch da. Hier. Wie ist denn es mit der Uhrzeit? Wenn wir beide ausloggen, was passiert dann? Dann stockt der Server. Wenn wir rausgehen, friert der Server an dem Punkt, wo wir uns auslocken, ein, bis wir wieder eingeladen. Okay. Das ist frech. Das ist ja nicht das Problem. Wenn du ausloggst da hinten, dann spule ich kurz, stelle ich mich draußen hin, bis die kommen nackt und danach kannst du dich ja dann wieder einloggen. Das ist nicht das Problem. So dachte ich mir das, wenn es möglich wäre. Minuten habe ich ja noch. Was jemand hier so reingetan hätte. Ich glaube, das hat echt nicht reset, weil ich muss einige Sachen nicht aufmachen. Dieses gedrückt halt ist über 7 Days auch. Bis er das Ganze aufmacht. Das früher konnte man das beim Server ausmachen, aber ich habe jetzt heutzutage keine Option mehr gefunden, als ich letzten Server eröffnet habe, das auszumachen. Nö, bin ich echt langsam. Den weiten Weg rolle ich jetzt aber nicht zurück. Oh, das ist 10 Kilometer.
jetzt? Nehme ich die mit, die kleinen da nicht mit. Ja, das soll halt so realistisch sein. Du gehst halt hin, machst es halt auf und guckst dann und so. Das ist halt, weiß ich nicht. Das hat ja schon bei 7 Days angefangen. Dann war das bei DICE auch schon so, so bei DayZ. So musst du gucken, schauen. Was halt so ist ja okay, diese halbe Sekunde. Aber bei 7 Days musst du manchmal irgendwelche größeren Türen öffnen, dann stehst du eine Minute da, wenn dann irgendein Zombie kommt. Ja, das ist halt schon dafür gedacht, dass du halt nicht einfach hingehen kannst, schnell laufen und wieder weg. Schnell hingehen, was nehmen, wieder weg. Das ist halt ein bisschen spannend, deswegen Zombie, schätze ich mal. Dass du einfach dran gehindert werden kannst. Vielleicht. Vielleicht sind es so abartige Gedanken der Programmierer. Da steht ja auch noch was. Ja, das hast du recht. Das ist mit der Zeit der Cuts, der Quicktime-Events entstanden, dieses gedrückt halten. Das ist ja gar nicht mein Ding. Ich hasse das. Aber ja, damit du nicht aus Versehen drückst und danach, oh Scheiße, ich habe gedrückt, bitte nicht. Weiß ich nicht. Das ist halt, das ist halt Konsolenstil. Das ist mehr so Konsolenstil. Schlechten Angewohnheiten sind von der Konsole hier. Aber PC wusstest du. Escape, fertig. Skippst du. Und du drückst normalerweise nicht auf Escape. Also wenn du nicht willst. Ich tue jetzt nicht unbewusst auf Escape drücken. Wie so ein Depp. Nur manchmal. So, ein paar Minuten habe ich noch. Lustige ist, wenn du ohne Schuhe durch die Gegend läufst und über einen Boden läufst, ne? Machst du dieselben Geräusche, als wenn du Schuhe anhast, ne? Du hast halt die gehärtete Fersen, also das ist halt die Hornhaut, ne? Die macht halt, die macht diese Geräusche. Alles klar. Ja. Wenn du viel läufst, Hornhaut und so, kannst du nicht vernachlässigen heutzutage. Hornhaut, wichtig und richtig, man kennt's. Ich bringe sehr viel Öl auch mit, das brauchen wir irgendwie auch. Aber so viel Werkzeugkasten, Alter, das ist ja abnormal, was hier ist. Nehme ich jetzt alle nicht mit. So. Wird hier langsam dunkel hier. Oh, ein Zombie da. Ich dachte, jetzt kann ich langsam ausloggen, aber. Laufe, ey. So. Ich geh mal kurz zum Hauptmann, ich muss noch kurz pinkeln, deswegen begebe ich mich nicht in Gefahr. Halbe Stunde ist es noch. Mal kurz Pipi und. Vielleicht, wenn ich einlogge, ist es ja vorbei. Wer weiß, kann passieren.
Das merke ich schon wieder. Krass. Das Wetter wird besser, es blühen schon langsam die Gräser und sowas. Und das fühlt sich immer so, als ob ich krank wäre. Wenn der Totenkopf oben weg ist aus der Leiste, müsste glaube ich vorbei sein, ne? Ja. Ja, dann ist durch. Wie viel Uhr ist denn da? Warte mal, ich habe jetzt gerade, ich spule mal kurz eben 4 Stunden vor, dass die. Der Vorsprung kannst du dann vorbei. Und ich, dann sind die noch aktiv. Ja, ich musste jetzt zufällig auf Toilette. Weißt du? Passiert ja. Ja, ist vorbei. Kommt nichts. Okay, ich hoffe dann bei mir auch nicht, dass es im Nachhinein noch komplett der Tag ja noch ist. Nee, ich hab extra auf den nachfolgenden Tag eben schnell. Achso, okay, dankeschön. Geil. So. Reiner Zufall, Chat. Aber die Zombies, die in meiner Nähe sind, sie wieder gespawnt. Oh. Der Tiere und Zombies spawnen irgendwie meist irgendwie immer instant nach so einer Nacht meistens direkt nach. Auch die Pflanzen und so habe ich irgendwie Gefühl, dass die erneuert werden zum Teil. Oh, so viele sind jetzt hier. Digga. Wow. Ach nee. Wollen die schön abgeballert so der Reihe nach, jetzt kommen alle gleichzeitig. Die sind halt mir am Nacken, ich kann nichts machen. Wir haben das Auto kaputt gemacht. Weil ich bin ins Auto gelaufen, hat so ein komisches Geräusch war, gab es gerade. Ich sehe schon, da fliegt gleich einer so Long Drive zu Fuß oder so, ne? Du kannst gar nicht, wenn die dich dauernd attackieren, ey. Doch einfach schießen, ohne zu zielen oft. Ich hab keine Zeit. Dieser Fette, ne? Der wackelt so krass. Der große Zombie, den du der auf allen Vieren läuft, den musst du sehr wahrscheinlich mit der Pumpe killen. Habe ich ihn bis jetzt immer am besten gekillt gekriegt. Aber der ist zum Glück nicht da, ich kenne eine Chance gegen ihn alleine. Mit Pistole hier 7 Schüsse wieder. 2 Stunden nachladen. Aber ja, das klingt logisch mit einer Ding, dass das am besten ist. Schüsse? Ja, hab ich noch ein bisschen. Ich hab hier eigentlich alles eingepackt. Ich müsste halt eh nochmal zum Flughafen und ein paar Sachen da. Schüsse da holen. Oh, meine Waffe ist kaputt. Okay, Munition habe ich, Waffe kaputt. Einfach die Spawn mit Aufsatz, mit allem. Habe ich jetzt, ja, jetzt war es das dann, keine Ahnung. Ich habe keine Waffe mehr hier. Keine Waffe hier. Hatte ich, glaube ich, sogar drauf, die Magazinerweiterung. Muss
man halt finden, aber hatte ich glaube ich drauf. Das Ding ist jetzt, Dubstep, meine Waffe ist ganz weg. Also ich muss jetzt wieder eine andere Waffe nehmen und dann die Erweiterung finden, dann die drauf tun. Normalerweise tust du die reparieren, dann bleibt die erhalten. Aber ich habe jetzt ja vor lauter hier rumfummeln nicht drauf geachtet. Digga. Okay, jetzt bin ich infiziert. Ich habe darauf gewartet, dass ich infiziert bin. Jetzt werde ich sterben. Steig ein und fahr weg. Komm. Ich fahr so nah an zu Hause wie geht. War mir so klar, dass ich jetzt. Warte, habe ich nicht Adrenalin-Ding? Ich muss mal kurz hier wegfahren. Nein, nein. Ich habe, glaube ich, dabei nicht Adrenalin-Dings da. Wie heißt das andere? Ich bin ja. Mann, Digga, das geht. Also, heute, das heute so komisch läuft, das Ganze hier. Und das so viele Zombies auf einmal. Ich habe sogar Schalldämpfer, alles auf der Waffe drauf. Und trotzdem kommen die. So 1000. Penicillin habe ich, ja. Habe ich, komm. Okay, ist weg. Okay, ich habe alle Rucksäcke da gelassen. Ich habe keinen einzigen Rucksack mehr, außer den ich halt gerade trage. Ich bin einfach mit Waffe geflohen, mit Auto geflohen, meine ich. Kann nicht schießen, nichts. Jetzt brauche ich eine Pistole. Wo habe ich die denn hingetan? Ich habe auch zum Trade eine mitgenommen, oder nicht? Habe ich zum Trade keine mitgenommen. Warst du schon beim Trader? Ja, ja, stimmt, da war ich ja schon. Schon weggetradet hast. Das Doofe ist jetzt, bin ich halt, ich habe halt jetzt 1000 Zombies gekillt, jetzt muss ich halt wieder hinfahren, das spawnen die alle nochmal neu. Ich hatte aber, ja gut, das war jetzt nur wegen außen einloggen, ne? Als ich ja letztens hier war, bin ich ja nicht, habe ich nicht außen eingeloggt. Es sind 1, 2. Ja, es sind 1000 Zombies, ich muss hier weg. Scheiße, 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 ich das Auto noch kaputt machen. Jo, ich habe hier keine Chance. Wenn du die Waffe nicht in Ordnung ist und alles andere hast, ich hab Auto nichts, hast alle Säcke. Ich habe nichts, alle 6 Rucksäcke liegen da. Ich habe keine Chance, irgendwas zu nehmen. Das ist ja das Doofe. So viel Pech habe ich noch nie gehabt. Das war jetzt wegen dem Relog. Ich musste da reloggen, sonst wäre die nachgekommen. Und dann fahre ich nach Hause, hole meine Waffe und komme dann nochmal. Und repariere Auto. Das passt dann schon. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zombies gespawnt sind. Immer wieder, immer wieder. Es sind halt da 20, 30 Zombies. Mal schauen, dass ich die eine Waffe mal aufrüste. Die Special Forces. Nur noch mit der rumlauf, denn es dauert halt einfach lang. Wenn du 10 Zombies hast, die da dir hinterherlaufen, drehst dich um, du kannst nicht zielen, weil du ja sofort angegriffen wirst. Die sind ja so schnell wie du. Musst du da ein paar Mal schießen, musst nachladen, wieder ein paar Mal schießen, nachladen. Brauche ich eine Vollautomatik, die ich halt umstellen kann auf Einzelschuss oder so.
Oh, ich habe den Ding verpasst. Ja, ein paar Zweige. Okay. Was mich gerade ein bisschen noch stört im Real Life ist, dass mein Hals total wehtut. Und ich dauernd husten muss und ich mute halt die ganze Zeit wieder. Geht schon wieder los mit den Gräsern. Scheiße, Mann. Dann fühlt sich so an, als ob man Grippe bekommt und krank ist im Hals. Es wird dick, es kitzelt, es juckt. Ich muss die ganze Zeit machen und husten. Und deswegen tue ich halt die Hand immer weg von der Maus und mute kurz und dann wieder entmuten, wenn ich fertig bin. Nebel Main. Ist das Tor automatisch zugegangen? Ich hab's auch offen gelassen. Ist das automatisch zu? Ich hab die Tore zugemacht. Achso. Frech. Okay, schauen wir mal, wie der Charakter sich fühlt gerade. Der ist da 2 Kraft. Achso, deswegen hat ja auch, haben auch die Schläge nichts gebracht. Wenn du keine Kraft hast, kannst du auch nicht mit der Axt schlagen. Ich habe ja den einen da 10-mal geprügelt und das ist nichts passiert. Ich kann nicht so lange hier aufhalten. Ich will einfach wieder dahin. Voll laute Scheißdinge. So, wieder meine ich eigentlich. Schon 5, 6. Gute Nacht, Thorsten. Schlafen Sie schön. So, da muss ich schauen. Das ist eine... Zusammen ist okay. Ich wollte es nur schnell loswerden, dass ich wieder hingehe. Ne? Wenn du eine kleine Kanister Benzin oder so findest, ne? 2 kleine Flaschen. Ja, die fülle ich einmal immer ein dann. Nein. Aufheben brauchen wir zum Lernen. Okay. Wir brauchen 2 Stück zum Lernen, sonst können wir nicht Molotow-Cocktail lernen, um in Richtung Handgranate zu kommen. Das wäre gut, Molotow-Cocktail, die Wichser verbrennen. Die Wichser verbrennen! Weil ich habe nämlich nachgeguckt. Und der Zweig mit Molotow-Cocktail, Handgranate und Co. Du brauchst eine kleine Flasche Benzin zum Lernen. Und danach Schießpulver. Das heißt, wir müssen unbedingt Glas machen, dass wir den Reaktionstisch fertig kriegen, dass wir Schießpulver aus Salpeter herstellen können. Sonst kommen okay. Wir nämlich nicht mehr weiter. Was macht mein Char Dorscht hier?
Hast du gesehen, Dubstep hier? Ich habe das erweitert hier mit dem Magazin, wollte ich dir gerade zeigen hier. Modifikation habe ich andere Mündung drauf. Magazin und Griff. Diese Special Force Assault Rifle. Wild, oder? Mit einigen Waffen machen. Was du hast, so. Jetzt brauche ich mich so einen Reparaturdienst. Da ist eins. So, ein Autoreparatur. Ach so, die Rucksack. Aber hier im Auto, ne, die hattest du hier reingelegt, die Desertan, ne? Komplette. Welche? Im Auto liegt noch eine Desert Eagle, aber die ist ganz, also scheint halt nicht die zu sein, die du hattest dann. Ach so, das habe ich vergessen. Ah, ich, lol, okay, da hatte ich doch irgendwo eine. Hätte ich die nehmen können. Siehst du? Dann ist es die da. Okay, dann wäre halt die meine Ersatzding. Haben wir noch Schalldämpfer für die eigentlich? Gibt's für so eine MG kein Schalldämpfer, oder? Für so eine Special Assault-Dings der Rifle, oder? Für sowas Schalldämpfer für Scharfschützengewehr, Sturmgewehr. Oh, doch. Das wäre doch ganz gut für die Zombies. Oha! Schalldämpfer, auf dem ist drauf. Geil! Okay, so kann man, so ist gut. Ich habe sogar das andere wegnehmen können, das alte. Schalldämpfer für Pistole bräuchte ich. Okay, das sind 9 mm, hä? Wieder eine andere. Die DE macht mehr Schaden, okay. 35. Was machen die an Schaden? 47. Mehr Waffenteile haben wir nicht, gell? Ich suche noch einen Schalldämpfer für Pistole. Irgendwie ist hier alle da sortiert. Da habe ich sie nicht gefunden. Ich hab nur die Rucksäcke zum Teil noch nicht leer jetzt, aber. Da gibt es, glaube ich, auch keine so. Ich müsste diese eine Pistole-Ding auch reparieren, mal kurz. Ach hier. Hab ich davon auch immer was mit? Okay. Also das Greenhouse, ne, das Gewächshaus braucht 10 kleine, also diese Werkzeugkasten. Also wenn du welche hast oder so, ich schmeiß da gleich mal welche rein, die wir haben. Dann haben wir schon mal ein paar aus den Schränken raus.
Genau, es gibt da, wo ich gerade war, 1000. Ich habe extra gar keine mitgenommen. Also hier, bei mir in meiner Kiste ist noch eins. Kurz mitnehmen. Wo ist das? Wird das gebaut? Drüben oder was? Ja, ja. Ach, das ist das Gewächshaus vorgeplant, oder wie? Ja, ja. Hat ein Steinfundament drunter, weil du musst einen Boden oder Fundament drunter machen. Wie? Und dann wird das hingestellt. Ich weiß noch nicht, wie das innen drin nachher aussieht, wenn das fertig ist. Ob man dann noch die Pflanzdinger da reinpacken muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Sehe ich dann, wenn es soweit ist. Das braucht alles Werkzeugkasten, jede einzelne Wand oder was? Nein, komplette Gebäude, das ist ein Gebäudeteil. Ach, das ist wenn ein... Wenn du reingehst, so. Siehst du das. Ich sehe, es gibt noch mehr Gewächshaus, ja. Krass. Und innen drin, das ist das komplette Gebäude, die vier Wände mit Dach ist ein komplettes Ding. Cool. Und der Boden ist halt, den musst du vorlegen. Ja, vielleicht ist ja der, das Gehege auch so. Nee, das Gehege ist auch ein Fertigteil, ja genau. Na gut. Machen wir wieder auf den Weg. Charles wieder fit. Die Rucksäcke bergen gehen, wenn er in der Zeit... Ja genau. Rucksäcke bergen und noch weiter füllen halt. Noch weiter füllen. Das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben als Blueprint zum Herstellen, ne, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ne, ja. Ist die Zeichnung, haben wir noch nicht ein einziges Mal bis jetzt gefunden. Von? Technische Zeichnung für elektrischen Schmelzofen, die fehlt uns komplett noch. Oh. Ohne die können wir ja nicht einen darunter Stahlherstellung lernen. Gibt's dann auch Stahlspitzhacke und Stahl sowas? Gibt's sowas? Ja, ja. Gibt. Die hatten wir doch sogar am Anfang zugesteckt bekommen. Als Starter-Set. Und die war jetzt aber auch nicht so lang haltbar, habe ich das Gefühl. Ist generell nicht so viel haltbar, ne? Nicht so lang haltbar. Naja, Haltbarkeit ist so die Sache. Verbrauchst ja pro Schlag auf den Gegenstand eine gewisse Hitpoint an Durability. Und ich schätze mal, dass die, je nachdem, was du haust, dann halt entsprechend eingestellt haben. Ne? Achso, du meinst, wenn du auf Eisen haust, ist es halt, zieht es mehr, als wenn du auf ja, das mein Holz ich, oder Stein oder was? Oder wenn du den Klumpen schlägst, dass du dann halt irgendwie so und so viel Ability, ich sag mal, wenn die 30 hat und du haust drauf, verbrauchst du, keine Ahnung, einen Punkt pro Hit oder so nach dem Motto, dass die dann halt maximal 30 Schläge hält, so nach dem Motto. Ja, mir kam es immer so vor, als ob die Sachen sofort kaputt gehen, sehr, sehr schnell zumindest. So, bin gleich wieder da. Am Driving. Welcome, my friends. I'm back in the house. Okay, jetzt sind aber keine. Doch zwei sehe ich. Zwei Zombies. Auch sein, dass die Zombies von dir durch dein Rumgegurke da angelockt worden sind und jetzt teilweise sich wieder verstreut haben. Weißt du, was ich meine? Dass du jetzt Glück hast, dass die Garde wieder alle mehr oder weniger weg sind. Ja, ja. Die kommen... Boah, wie geil das mit so einer Waffe ist. Was für eine Lösung. Und ich brauche auch nicht mehr Schüsse. Ich habe einfach jetzt 6 Schüsse, 2 Zombies. Kopf, fertig. Pistole ist ja lame, Herr.
Ich hab noch auf Einzelschuss gerade. Hier ist noch einer. Weg. Nächster bitte. Ich muss kurz in die Brust schießen und dann den Kopf. Zack, weg. Oha. Weg. Also zwei Schüsse für einen Zombie. Wo ist diese Halle, in der ich war? Where is this hell in there I was? Gigantic English. So. Und wer, also der ist noch komplett leer. Und da ein bisschen. Wer ist denn hier? Da ein bisschen. Und da, okay. Also nur in dem Minebox ist noch mehr, eine Menge drin. So, der ist dann noch. So. So. Scheiße hier. Stoff brauchen wir nicht hier. So. Okay. Einmal. Zweimal. Dreh. Ich hätte so ein leichtes Leben gehabt mit der Waffe vorhin. Nur generell, auch bei der Tanke. Diese eine große Halle. Ist das die? Das kann ja nur die sein. Also entweder die weiße oder die gelbe. This Riesig Hall, you know? Looking for this Riesig Hall. Gut. Guck mal so. Ich glaube, hier kann man nicht rein, ne? Diesem Klosett ist geschlossen hier. Ja, Allergie kickt schon wieder rein. Also ich fühle es ja so, ob ich krank wäre. Es kitzelt im Hals, juckt im Hals und es tut richtig weh. Das ist erst der Anfang. Ich habe ultra krasse Allergie. Das führte schon mehrfach zur Lungenentzündung. Die letzte ist noch nicht einmal abgeschlossen, bevor die nächste kommt. Ich versuche so gut wie möglich mich zu muten, aber sometimes it is not working very well. Scheiße, ich brauche noch so einen kleinen Rucksack, ey. Die anderen Rucksäcke sind eigentlich alle voll, ne? Nur der ist noch leer.
Sie ist ohne. Yes. Rein with this. Rein with this. Und Schnuffelpuffel, wie geht's dir heute? Was hast du gemacht? Neues Handy, gehen wir suchten. Oh. Serious Gameplay? Am Handy? Ja gut, ich meine, du spielst ja auch die Stadia, was willst du erwarten von seinem Menschen? So, kein Front. Ja, natürlich. Warte mal kurz, online hab Terracite reingetan, nicht, dass ich dann wieder kaputt mache, nicht, dass er wieder alles kaputt geht. Ja, ist echt besser. Komme ich hier nicht mit dem Auto rein? Oder? Ist wieder da, Hera? Was denn? Ich hatte sie gefragt, ob man mittlere oder kleine, also 1 oder 2 Liter Sachen zum Leeren braucht. Von Sprit. Die kleinen Kannen, die ganz, ganz kleinen, die heißen, glaube ich, auch kleine Kanne mit 1 Liter. Mit 1 Liter, okay. Davon brauchen wir mindestens 2 Stück zum Lernen, erstmal. Boah. Jetzt bin ich erst in der Halle angekommen, wo ich eigentlich von Anfang an hin wollte. Und jetzt kommen erst die Schmankerl. Und I have no space anymore. Mi amore, amore. Was ist denn hier? Warum ist Zement 15, das Deck? Aber ich habe wirklich eine Menge... An Sprit auch mitgebracht hier. Locker 10 Fässer, wenn nicht noch mehr. Rollin. Schade. Jetzt muss ich nach Hause fahren. Ich würde gerne nochmal looten hier. Ich weiß ja auch, welche Halle das ist. Na, have to drive home. Aber wenn du den Motor mitbringst, da habe ich direkt schon eine Abnahmequelle. Verkaufst du das am Schwarzmarkt? Im Erdgeschoss habe ich eine elektrische Nähmaschine angefangen aufzubauen. Die braucht einen Motor. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Motoren dabei. Kommt, ist auf dem Weg. Ist on the way. Bruder hat er schon gefragt, wo ich ja bleib. Damit er bestimmt zum Einschlafen hat was. Die Sau. Dann erzähl mir mal, was für ein Serious Handy Game du suchtest, Tau. Dann musste ja eine ziemlich junge Generation sein, weil Handy Games kommen ja so für mich nicht in Frage. Erstmal, weil ich kein Handy habe. Meins ist ziemlich geschrottet und seit 6 Jahre alt. Ist komplett broken. An allen Kanten ist das Glas gebrochen, sogar komplett durch und es springt immer mehr, aber ja, soll's machen. Ich kann ja kein neues dabei zaubern, wenn ja nicht Harry Schrotter.
Und wenn, dann habe ich hier so viel am PC. 86er Jahrgang. Boah, bist du ein alter Sack. Du alter Sack hier. Zum Glück bin ich viel jünger, Kappa. Wie kann man da so alt werden wie du? Ich weiß ja nicht, ob du schon weißt, welcher mein Jahrgang ist, ob du raten möchtest, oder es steht sogar öfters im Chat drin, wie alt ich bin. Der zumindest der Bot spawnt ist immer. Ja? Ach, hast du gesehen wegen den ganzen Kanälen da? Okay. Ja, und Heratus musste auch so ähnlich sein, oder? Was bist du denn für einer, Heratus? Bist du auch ein alter Sack? So wie wir, also Tao und ich. Er hat gerade noch eine Besprechung mit jemand, ob er so überhaupt leaken darf, deswegen ist er muted. Zack. Okay. So. Hast du mitbekommen, alles, was ich gemeint habe? Nö. Ich habe über alte Säcke gesprochen. Tao und ich sind halt schon sehr, sehr alt. Und bist du auch so ein alter Sack? Passt du auch rein? Was ist denn dein Jahrgang? Unser ist 80 und 86. Und bei Ihnen? 86, so wenig? Ich bin 80. Der Tao ist 86. Ich bin von 80. Ja, same. Wie echt? Gleicher Geiergang. Wann hast du einen Wurzeltag? Mitte des Jahres. Bei mir ist es am 10.04. Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Alles nur alte Säcke. Wurde es ja auch schon. Der ist, glaube ich, der älteste von uns. Dubstep ist da ist ein junger Hüpfer. Weißt du, ist schon ab Dubstep Ü30? Vatu müsste. Ja, das ist auch nicht mehr der Jüngste eigentlich. So. Am Rollen. Wie schaut's mit der Batterie hier aus eigentlich? Ja, wir haben schon drüber geredet, ich weiß, deswegen überlege ich ja gerade. Wir haben letztes Mal, als wir gequatscht haben, haben wir sogar drüber geredet. Hattest du nicht gesagt 29, du bist dann 30, du bist dann über 30 und dann hab ich irgendwelche Witze gemacht? Also entweder ganz knapp vor den 30 oder knapp um die 30 plus 1, 2 Jahre. Irgendwie so. 30 plus minus 1, 2, so glaube ich. Bin ich sicher. Reingetan. Nein, nicht ganz, bin noch jünger. Bin 98. Okay, das ist ja junger Stecher. Krasse Scheiße. Okay. Das ist ja wild. Das ist ja wild.